Entscheidung. Ich habe hier so einen Zettel und in diesem Zettel passen vier Lieder. Vier Lieder von verschiedenen Komponisten rein. All of Me von John Legend, Three of Flowers in You von Jeroma, Nuvole Bianche, das ist Ludovico Einaudi und Faded von Alan Walker. Diese vier Lieder kann man wirklich mit gleichen Akkorden spielen. Ob die Komponisten das voneinander abgeguckt haben? Schau mal. All of Me. Three of Flowers in You. Danach sechste Stufe, dritte Stufe und siebte Stufe. Also immer das Gleiche. Tonika, sechste, dritte. Und dann, wenn das so universell ist und man kann jede Melodie spielen, dann theoretisch können wir auch was Eigenes ausdenken. Wir nehmen einfach nur diese Akkorde und spielen eben irgendwelche Melodie dazu. Es muss nicht schwer sein, man kann nur die drei Noten spielen. Also wenn ich jetzt einfach nur frei entscheide, so, diese drei Noten nehme ich jetzt. Mal gucken, ob das kommt. Lassen wir uns überraschen. Übrigens, Akkorde und Umkehrungen können wir lernen im Hobby-Piano-Mitgliedschaftsbereich. Und so kannst du einfach nur versuchen, für dich auszuprobieren. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Nehme einfach nur diese vier Akkorde und du kannst deine eigene Melodie dafür entwickeln. Ganz viel Spaß. Bis später.